25.000stel weniger als Serbrianskaya, das ist der Direktvergleich. Die führt im Moment an dieser Stelle des Wettkampfes, denn bislang die drei höchsten Wertungen, 9,95. Lukjanenko jetzt 9,925. Erste Abweichung von der Spitze. Jewgenia Pawlina. Guter Vergleich, auch sie kommt wie Lukjanenko aus Minsk, aus Weißrussland also, vom gleichen Club Dynamo. Aber das Fehlen von Olga Gonta hat sich an dieser Stelle für das weißrussische Team ein wenig unglücklich bemerkbar gemacht. Wir sprachen davon schon in dieser Woche. Gonta mit Rückenproblemen, sagt man, mit verbalen Äußerungen, hat sie sich ein wenig unbeliebt gemacht, hört man. Deswegen dieses Talent, auch Spitzenathletin. Und aufgepasst, sie könnte sich noch an Magdalena Brzeska heranturnen. Spekulieren darf, Jewgenia Pawlina müsste durchgängig pro Übung, also für diese und die nächste, dann 2 Zehntel mehr bekommen, durchschnittlich. Denn sie hat einen Rückstand von 0,45 zu Magdalena Brzeska nach dem ersten Tag. Das bedeutete, dass sie heute ja, 9,9 zweimal turnen müsste, beziehungsweise einmal 9,8. Das halte ich wohl für ausgeschlossen bei der Wertungskonstellation, sodass man wohl ein wenig beruhigter auf den fast schon feststehenden 8. Platz von Magdalena Brzeska schauen darf. Soweit möchte ich mich festlegen. Aber eine schlanke, schöne ist sie natürlich auch mit den Eigenschaften, die allen diesen Talenten aus Weißrussland eigen sind. Und wie gesagt, sie wäre schon längst in der Weltspitze, wenn es da nicht immer die Gonta und die Lukjanenko gegeben hätte. 93 zur WM in Alicante war sie mal 13. In einem 11. nach der Halbzeit gestern und mit dem Team Platz 4. Soweit zu Jewgenia Pawlina. Wir warten noch die Wertung ab, liebe Zuschauer, gemeinsam mit der Trainerin Galina Kulenko. 9, 4, 5, nein, das wird nicht reichen. Und wir kommen nach einer kleinen Werbungspause wieder.